Du hast dein Leben gerettet, sagt Katharina Gröne dankbar zu der Frau, der sie ihres zu verdanken hat. Ohne Nancy Abel hätten sich die Rettungspiloten des Snohomish County im US-Bundesstaat Washington nie auf die Suche nach der Deutschen gemacht. Eine Solo-Wandertour wird ihr beinahe zum Verhängnis. Mitten in den Bergen wird sie von einem frühen Wintereinbruch überrascht, hat jede Hoffnung bereits verloren. Ich habe mich bei meinen Eltern entschuldigt, dass ich wohl sterben werde, weil ich zu viel riskiert habe. Seit Mai war die 34-Jährige unterwegs auf dem Pacific Crest Wanderweg, 4000 Kilometer entlang der US-Westküste, von der mexikanischen hin zur kanadischen Grenze. In den sozialen Netzwerken dokumentiert sie viele ihrer Stationen. Auf ihrem Weg lernt sie Abel kennen. Die erfahrene Wanderin begleitet sie sogar die ersten Kilometer durch den Stevens-Gebirgspass, rät der Deutschen allerdings davon ab, alleine weiter zu marschieren. Es sei zu gefährlich und ihre Ausrüstung nicht geeignet genug. 200 Kilometer vor ihrem Ziel will Gröne aber nicht aufgeben. Ich konnte einfach nicht aufhören, an sie zu denken, sagt die Amerikanerin und alarmiert besorgt die Behörden. Fußstapfen führen die Rettungspiloten zu der Frau nahe des Glacier Peak. Heftiges Schneetreiben behindert jedoch die Bergung. Ich war kurz davor aufzugeben. Mein Tank war fast leer und ich dachte, wir müssen es noch ein weiteres Mal versuchen. Glücklicherweise mit Erfolg und gerade noch rechtzeitig, denn die 34-Jährige ist durchnässt und unterkühlt. Grönes Leichtsinn hat letztlich ein gutes Ende. Ob sie den Pacific Crest irgendwann beenden wolle, weiß sie noch nicht. Nun geht es erst einmal zurück nach Deutschland.